Jo Leute, was geht ab? Hanni am Start. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Opening auf meinem Kanal. Ja, lang drauf gewartet, jetzt ist es endlich soweit. Die UEFA Club Competition Summer Signings Box ist endlich eingetroffen. 5 Päckchen mit jeweils 5 Karten sind in der Box enthalten. 85 Karten umfasst das Set. In jeder zweiten Box ist eine Autogrammkarte, das heißt, wir haben jetzt eine 50-50 Chance, ein Autogramm zu erwischen. Und 2 Parallel Cards pro Box. Neben den Base-Karten gibt es The Future und Dual-Cards als Inserts, unter anderem auch Jude Bellingham und Arda Güler. Ja, Hitstar-Kollektion sicherlich Jude Bellingham, Harry Kane und auch Arda Güler. Mich würde natürlich auch ein Felix Metscher freuen. Die Checklist verlinke ich euch wie immer in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, öffnen wir das Ganze doch jetzt. So, die Spannung steigt. Folie wurde entfernt. Unsere 5 Päckchen. Geiles Design mit dem Blitz. Übrigens müsste die Bundesliga Summer Signings Box jetzt auch zeitnah eintreffen. Die konnte man nämlich circa eine Woche nach der Box hier vorbestellen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, an welcher Stelle die Parallels oder das mögliche Autograph ist. Normalerweise bei 5 Kartenpäckchen immer an dritter Stelle. Das könnte aber auch die letzte sein. So, erstes Pack. Geht auf. So. Und unsere erste Karte wird Manchester United Mason Mount. Oh, das könnte schon die erste Parallel sein. An dritter Stelle, okay. Marco Asensio, Paris Saint-Germain. Das müsste jetzt schon unsere erste nummerierte sein. Zu 49 und es wird Moussa Diaby, Aston Villa. Nice. Zu 49 nummeriert. 40 von 49. Ja, Design gefällt mir relativ gut mit dem holographischen Ring und den Blitzen. Das macht schon was her. Dahinter versteckt sich noch Jeremy Doku, Manchester City, auch sehr im Kommen der Junge. Declan Rice, Arsenal und Manuel Ugarte, nochmal Paris Saint-Germain. Ja, ich habe schon mal 3 Plätze vorbereitet, ich hoffe die werden auch gefüllt. Ich zeige auch mal anhand von Jeremy Doku die Rückseite der Karten. Ja, auch hier ist der 21-jährige Belgier als One of the Brightest Talents in Europe beschrieben. Also ich glaube, da könnte noch eine gute Zukunft vor sich haben. Okay, wir fahren fort mit Päckchen Nummer 2. Und es geht los mit einem Leipziger, Luis Openda. Auch stabile Saison bis jetzt. Noah Lang, PSV Eindhoven. Victor Boniface von Bayer Leverkusen. Auch schon reichlich getroffen diese Saison. Eine Dualkarte. Josko Guardiol und Mateo Kovacic. Nice. Und nochmal Declan Rice. So, weiter geht's mit Päckchen Nummer 3. Und einen Pariser. Lucas Hernandez. Luca Romero, AC Milan. Da ist er doch. Arda Güler, Real Madrid. Den würde ich natürlich auch sehr gern als Autograph oder Parallel nehmen. Ruben Loftus-Cheek, AC Milan. Und Cher Ndour, Paris Saint-Germain. 18 Jahre jung, Arda Güler. Hätte man vielleicht sogar noch eine Rookie-Karte draus machen können. Aber den nehme ich auch sehr gern so mit. So, dann geht es schon weiter mit Päckchen Nummer 4. Und einen Berliner, Robin Gosens. Mohamed Kudus, West Ham. Wir haben ein Autograph.
Pierre-Emerick Aubameyang Autographkarte ist leider nur eine zu 99, aber immerhin Glück gehabt, weil nur in jeder zweiten Box, wie gesagt, ein Autogramm ist. Dann nehme ich das natürlich sehr gern mit Grimaldo, Bayer Leverkusen. Edson Alvarez, West Ham. Und Sandro Tonali, Newcastle United. Ja, momentan gesperrt. Der ehemalige Dortmunder bekommt natürlich den Platz in der goldenen Mitte. Und im letzten Pack erwartet uns ja jetzt auch noch unsere zweite Nummerierte. Ich bin gespannt. Leider auch Jude Bellingham bis jetzt noch nicht dabei gewesen. Würde ich auch als Base Card nehmen. Wäre ich jetzt nicht abgeneigt. Tops, komm schon. Letztes Pack. Kai Havertz, Arsenal. Bis jetzt noch nicht so eingeschlagen, der Junge. Chadi Riad, Real Betis. Und das ist unsere zweite Nummerierte. Warum denn schon am zweiten Spot? Aber es ist eine Rookie. Rookie-Karte zu 99 von Chadi Riad. Harry Kane, FC Bayern München. Er musste leider ja gestern 3 Tore schießen gegen Dortmund. André Silva, wer ist Sociedad? Komm, gönn noch einen Jude. João Cancelo, FC Barcelona. Und unsere letzte Karte, Jan-Aurel Bissek, Rookie von Inter Milano. Ja, Chadi Riad, marokkanischer U21-Spieler, gewechselt von Barcelona zu Real Betis. Vielleicht geht es ja irgendwann mal wieder zurück zu Barcelona. Ich habe ein Auge drauf. Ja, und damit soll es das auch schon wieder gewesen sein. Ja, hier nochmal unsere 3 Hits. Ich muss sagen, das Aubameyang-Auto ist echt clean. Kriege ich es ein bisschen scharf gestellt? Ja. Gut gemacht, Pierre. Da kann man doch zufrieden sein. Wie gesagt, die Bundesliga Summer Signings Box erscheint jetzt auch demnächst. Auch dazu wird es ein Video geben. Wenn euch das Format gefällt, freue ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben und ein kostenloses Abo, wer es noch nicht getan hat. Und dann sage ich bis zum nächsten Video. Tschö, tschö.